Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum weiteren Avenger Talk. Ich bin wieder Avenger und ja, erstmal ein fettes Sorry an alle, die mit mir Videos machen wollten, beziehungsweise, dass ich den Kontakt so ewig nicht gehalten habe und dass ich halt jetzt keine Videos gebracht habe. Und auf jeden Fall, was noch dazu kommt, ich wurde benutzt. ich fühle mich so dreckig. Worum es sich da genau handelt, seht ihr auf jeden Fall gleich. Und ja. Intro ab und so. Na, ihr wisst ja Bescheid. Alter, nee, sorry, was hab ich jetzt schon gemacht? Was? Tja, ich möchte jetzt nur damit anfangen. Man hat ja viele Probleme im Leben. Also ich würde jetzt darauf nicht auf Unger ansprechen, der ja jetzt seinen Kanal wieder eröffnet hat, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, ich hatte die Woche viel zu tun. Es war ja auch ein Feiertag, der 1. Mai und so. Und da hat man als Koch immer viel zu tun. Und tja, wie ich schon gesagt habe, ich musste krass viel arbeiten die letzte Woche. Ich habe ein paar Tage am Stück gearbeitet und dann kam dieser Feiertag noch dazwischen. Und ja, da hat man halt echt nicht viel Zeit. Und die Time Paradox, die haben mir ständig geschrieben, also die Jungs, dass wir mal aufnehmen können. Und ich habe dann gesagt, boah, ich kann erst um 21.30 Uhr, die Ferien waren ja schon wieder rum und dann musste ich jedes Mal absagen und Leute, ich habe das echt nicht mit Absicht gemacht. Es ist halt einfach so und ich muss halt dazu sagen, Familie geht vor und wenn ich dann was mit meiner Frau und den Kindern machen möchte, dann ist das halt nun mal so. Ja und ja, wie schon gesagt, ich habe jetzt heute frei, deswegen mache ich jetzt die Aufnahme für euch und heute um 17.30 Uhr machen wir ja auch das Ding mit den Time Paradox endlich mal fertig und ab nächste Woche habe ich Urlaub und dann können wir auch jede Menge machen und dann kann ich auch mal mit dem Honeywolle wieder durchstarten. Wir wollen ja endlich mal das Format starten, nicht? Also mal so Video produzieren und so, nicht? Also, wie es halt so ist. Ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und das war's eigentlich jetzt schon zu dem Thema und jetzt kommen wir auf jeden Fall zum nächsten. Da, wie ich im Titel schon geschrieben habe und natürlich auch vorhin angedeutet, ich wurde benutzt. Ich fühle mich so dreckig. Ja, die Medienanstalt in Österreich hat mich praktisch, also hat mein Video auf einer Konferenz gezeigt, projiziert. Susanne Lackner. Ich bin, wie gesagt, in der Com Austria zuständig für diese Abrufdienste, über die wir heute sprechen werden, die aber bei uns auch passieren und deshalb möchte ich sie Ihnen kurz vorstellen. Tja, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Event Talk. Ich bin wieder Eventer. Ja! Ich habe ein kleines Update für euch. Denn bei der Rundfunklizenz gibt es eine Erweiterung bzw. einen neuen Entwurf. Worum es da genau geht, seht ihr gleich nach dem Intro. Also, das bist du hier. Oh, hast du Klang oder was? Mann! Woher ich das weiß? Inside Politics Austria, der hat mir das Video gezeigt und hat mir direkt in die Kommentare reingeschrieben: Hey Junge, was ist denn hier mit Fair Use und so? Ja. Ich muss dazu sagen, meine Videos laufen alle unter Creative Commons. Das heißt, jeder, der meine Videos sieht, darf sie auch benutzen, egal in welcher Form. Nicht? Ich habe das so gelassen, weil das ja mir zugute kommt, wenn Leute mein Video benutzen, weil sich dann viele denken, wo kommt der überhaupt her? Schauen wir doch einfach mal rein. Ne? Also ob das jetzt, ob die jetzt Parodien über mich machen oder irgendwelche Verarschungen oder mich beleidigen wollen, sollen sie ruhig machen. Ne? Solange die Leute dann zu mir kommen, ist das eigentlich scheißegal. Aber ich schweife schon wieder vom Thema ab. Auf jeden Fall, die Medienanstalt in Österreich hat ein Video darüber gemacht, wie die Jugend praktisch auf diese Rundfunklizenz bzw. auf eine Regelung der Videos vom Staat oder von den Medien praktisch reagiert. Will. Und da haben sie mein Video als Beispiel genommen, was ich eigentlich mega geil finde, irgendwie. Ich weiß noch nicht, ob sich das jetzt negativ oder positiv auf mich auswirkt. Also in einem Sinne war es schon mal positiv, weil der Inside Politics auf meinen Kanal gekommen ist. Das war ja schon mal mega cool. Aber mehr zum Thema möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Schaut auf jeden Fall mal bei Inside Politics vorbei. Der hat auch viele, viele krasse Fakten für euch. Gerade die, die aus Österreich kommen, wie der Minox-TV, Predacos und der Epic Skiller, der ist auch aus Österreich. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, weil der hat die Infos für euch, die ihr braucht, zwecks, also diese Rundfunklizenz in Österreich und kann euch da mit Sicherheit auf dem neuesten Stand halten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Comments, wie ihr das findet, dass man mich irgendwo auf einer Leinwand gezeigt hat. Ich meine, das war jetzt das erste Mal für mich und ich habe mir schon so oft vorgestellt, wie ist das, wenn du in der Öffentlichkeit so dargestellt wirst. Und jetzt ist es endlich mal passiert. Also das ist eigentlich ein krasses Ding für mich. Ich freue mich eigentlich drüber, dass das passiert ist. Und ja, wie schon gesagt, ich freue mich auf eure Diskussion. Bis gleich. Ihr wisst ja, wie es läuft. Nicht?
Das war's auch schon wieder mit dem schönsten Mittwoch in der Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da und schreibt und also schaut auch auf jeden Fall bei dem Inside Politics vorbei. Wenn ich natürlich wieder cool fandet, dann auf diesen Button drücken, wenn ich richtig, richtig geil fand, wieder diesen. Ich bin natürlich euer Avenger. Hier habt ihr jetzt noch mein letztes Video oder ein paar andere Videos. Ich mache das immer so, dass man auf den Zuschauer angepasst. Da hat man meine Fratzi zum Abonnieren oder hier drüben, je nachdem, wo ich das dann hinsetze. Und natürlich den Inside Politics, der ist auch wieder verlinkt. Und mein Gaming-Channel, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ich wieder streame. Ab nächste Woche, wie schon gesagt, habe ich Urlaub. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Und ja, wie schon gesagt, das war's eigentlich schon. Und see you next time, euer Avenger. Haut rein. Bis dahin. Oh, okay, sure.